hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, heute geht es um die Frage bzw. um die Antwort: How to make a Debian-Paket with a App Image? Genau, diese Frage habe ich mir gestellt, ob es überhaupt geht. Und ich versuche, die mal mir selbst zu beantworten. Ich habe zwar schon mal ein Debian-Paket erstellt, aber allerdings nicht mit einem App-Image. Und da ich letzte Woche, beziehungsweise für euch müsste das 2 oder 3 Wochen her sein, einen Starter erstellt habe über ein App-Image, da müsst ihr mal so 1, 2 Videos mal zurückgucken bei mir auf meinem YouTube-Kanal, und da werdet ihr das finden, das Video dazu. Und das war praktisch die Fortsetzung oder die Erweiterung dazu. Und ich dachte mir so, warum kann man daraus nicht gleich ein Debian-Paket machen, damit man das so richtig super flockig installieren kann. Und ob das funktioniert, keine Ahnung. Ich behaupte einfach mal ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Aber es kann natürlich auch sein, dass es nicht funktioniert. Und bei mir auf dem YouTube-Kanal ist alles möglich. Hier kommen Fails rein, hier kommen Misserfolge rein. Insofern seid gespannt. So, wie gehe ich da vor? Am besten nehme ich ein Debian-Paket, was ich logischerweise noch nicht installiert habe, beziehungsweise ein App-Image. Ja, dazu öffne ich jetzt mal ganz schnell die Seite App-Image-Hub. NodeSnook oder so ähnlich. Oh ja, sieht auch gut aus. Nehmen wir mal NodeSnook. 99 MB. Ja, das lohnt sich doch mal, ne? So, ist das schon fertig? Sieht so aus. Wir schauen nach. Eigenschaften. Programm ausführbar machen. Yippie-yay-yay. Ausführen. Und. Genau, alles klar. Es funktioniert. Das reicht mir doch. Mehr will ich doch gar nicht. Ich will einfach nur ein App-Image, was funktioniert. So, ich würde sagen, ich klaue mir mal ein Debian-Paket, was ich selbst mal erstellt habe. Und zwar habe ich mal ein Debian-Paket oder mehrere erstellt. Genau hier, das ist meine Eigenkreation. Nehmen wir mal hier den Bild. Den klaue ich mir jetzt. Einfach nur, damit ich eine Struktur habe, wie überhaupt jetzt so ein Debian-Paket aufgebaut ist. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch schon 1,5 Jahre her. Dass ich da halt eben letztes Mal ein Debian-Paket erstellt habe. So, wir nennen das Ganze NodeSnook. So. Ich gehe jetzt hier hinein und schaue mir das erstmal an. Die Struktur, die ist Standard, die muss sein. Debian, groß geschrieben, User. Dann gucken wir mal hier bei Control. Dann brauchen wir eine Textdatei, die Control heißt. Und hier muss so lauter wirres Zeug hinein. Auch hier gibt es ja mehrere Möglichkeiten, was man da reinpacken kann. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Mir geht es in erster Linie nur darum, ein Debian-Paket zu erstellen, welches funktioniert. Paketname nennen wir natürlich auch NodeSnook. Haben wir es richtig geschrieben? NodeSnook, ja, so müsste man das schreiben. Version weiß ich jetzt nicht. 1.8.9, so. Source Main Free, ja, war frei. Ich musste nichts bezahlen, ich konnte das runterladen, passt. Das lassen wir auch so. Architektur All, nein, das war ja Architektur, stand das nicht hier? Da, x86-64, da steht es doch. x86-64-64-Bit, ja, passt. Depends, Bash, ja, die Bash brauchen wir, glaube ich, weiß ich aber noch nicht. Das lassen wir auch mit Bash. Installiert hat das Ganze 104 MB. 104 MB. Machen wir das mal so. Dann kommt hier noch Original-Maintainer. Mal gucken, was steht hier. Gehen wir hier drauf. Wer ist es? Who are you? Impressum. Hier ist ein Copyright. Nehmen wir den hier. Zack. Was wollen wir denn hier? Kollegen hier auch mal verewigen. Maintainer. Da packen wir dann natürlich rein der Tuxer. Das Maintainer wäre der, der das Paket erstellt hat. Also mehr macht er nicht. Dann Homepage. Ja, Homepage, die hatten wir doch gerade. Die können wir auch sofort verlinken. Machen wir so. Und
So, und dann, was ist das Programm? Ich kenne das Programm nicht, aber ich weiß so viel, es ist ein Texteditor, ne? Ein Texteditor. So, das ist, wie gesagt, nur zum Testzwecken. Und damit hätten wir hier schon so die wichtigsten Angaben schon mal erstellt. Ihr macht das natürlich korrekter, schreibt ein bisschen ausführlicher, ne? Ich zeige einfach nur mal so das grobe Prinzip. So, wo bin ich denn jetzt hier? Genau. Was haben wir hier noch drin? Ne, mehr haben wir hier nicht drin. Dann haben wir User. Dann gehen wir mal in Bin hinein. Genau, wir starten das Ganze mit einem Skript eigentlich. Mit dem Bash-Skript, genau. Bash-Skript haben wir hier. Den ganzen Blödsinn, den brauchen wir nicht. Das ist jetzt extra für die... Das habe ich geschrieben. Also das habe ich selbst geschrieben für den Map-Composer. Der macht dann noch Abfragen mit dem Arbeitsspeicher, muss ein Java-Paket aufgerufen. Bliblablub, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Wir brauchen ja eigentlich jetzt einen Befehl, dass er... die App-Image oder das App-Image ausführt. Weiß ich noch nicht. Zack, packen wir einfach zur Seite. Ich gucke mir eben nochmal die Struktur hier an. Applications. Genau, hier hätten wir wieder die Erstellung des Icons praktisch oder quasi. Das habe ich ja schon erstellt. Nein, das habe ich noch nicht erstellt. Das erstellen wir jetzt. Was rede ich denn da? Node Snook. Snook. Command kann man, Comment, also ein Kommentar kann man noch da lassen. Ein weiterer Texteditor. So, die auszuführende Datei. Den Namen wissen wir ja schon. Das wäre nämlich dieser Name. Lassen wir jetzt unverändert. Wir lassen es so, wie der Kollege heißt. Hallo, lass mich rein. Oder, weil dann muss ich jetzt über ein Skript starten. Vielleicht geht es ja auch ohne Skript. Ich versuche es mal ohne Bash-Skript. Icon, ja, ein Icon brauchen wir noch. Okay, ein Icon. Den Rest können wir, glaube ich, so lassen. Kategorie Games, nö. Mach ich mal System. Hauptsache, da steht irgendwas drin. Das lassen wir so, das lassen wir so. Das wäre noch interessant, wie das Icon heißt. Ich habe noch kein Icon. Dann kreieren wir mal wieder ein Icon. Haben wir hier ein schönes Icon? Ja, das wäre doch ein schönes Icon. Kann ich ein bisschen ranzoomen? Ja, das nehme ich. Steuerung, Druck. Also bei mir wäre es... Nee, stimmt gar nicht. Funktion, Druck. Blöde Tastatur. Aber ist jetzt halt so. Okay, wir machen davon ein Foto. Foto. Und sagen wieder, ach, ich lasse das jetzt so, das ist ja nur zu Testzwecken, ne? Kann man das ein bisschen schöner machen, habe ich im letzten Video mal gezeigt, wie man das ein bisschen schöner machen kann. Ich sage jetzt speichern unter und ich packe das Ganze in den Pfad hinein. Wo war ich denn hier? Ich packe es erstmal hier rein, ich vergib mal einen schönen Namen. Node-Ikon. So, dann können wir hier wieder rausgehen. Wir schauen uns das nochmal an. Wo haben wir das denn? Den packe ich auch erstmal hier mit rein in den Ordner. So, hier hätten wir das Icon. Jetzt muss ich gucken, wo kommt das Icon hin. So, das wäre diese Grundstruktur. Icon kommt bei Icon rein, würde ich sagen. Ne? Zack. Also diese Grundstruktur würde ich erstmal anlegen. Also die Ordnerstruktur, die muss so sein, wie ihr das jetzt praktisch jetzt hier seht. Ruhig mit leeren Ordnern erstmal anfangen. Debian, User, Bin und Share, etc., was ihr jetzt hier so seht. Und hier sind noch alte Eintragungen drin. Die lösche ich. Zack. Man kann die Icons auch noch in verschiedenen Auflösungen hinterlegen. Sind eigentlich immer die gleichen drin, nur mit einer unterschiedlichen Auflösung. Gut, was habe ich denn hier für eine Auflösung? Mal schauen. 235 mal 238. 38, das ist natürlich außerhalb des Standards. Ja, eigentlich müsste man jetzt hergehen und die Icons in diesen Auflösungen
auch nochmal erstellen und dann dementsprechend hier reinpacken. Ich spare mir das einfach mal, ich lasse das einfach mal hier drin und hoffe mal, dass es trotzdem geht. So, Map Composer, das ist das alte Programm. Da kommt jetzt praktisch das neue Programm rein. Node Snook. Genau, und den alten Quatsch, den löschen wir hier. Machen wir entfernen, dauerhaft löschen. So, wo ist jetzt mein App-Image? Wäre hier. So, also hier drin hat nichts zu suchen. Jetzt da rein, wo es hingehört. Also das eigentliche Programm oder die ganzen Programmdateien, die gehören dann hier hinein. In dem Fall ein App-Image gibt es nur eine Datei, das Schöne. Und jetzt gehe ich in den anderen Ordner nochmal rein. Pixmap. Genau, hier ist auch nochmal ein Icon drin. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob in dem Ordner auch ein Icon drin sein muss. Ich mache das jetzt mal doppelt, einfach nur aus Unwissenheit. Genau, was haben wir hier? Hier ist das Mime. Ne, das kann weg. Hat was mit dem Map Composer zu tun. Machen wir dauerhaft löschen, machen wir auch nicht. Meta-Info. Hier sollten eigentlich auch noch irgendwelche Informationen hinterlegt werden. Kann man machen, muss man aber nicht. Wenn man sauber und vernünftig macht, ja, sollte man da etwas eintragen. Genauso wie mit der Lizenz. Was schreiben wir hier rein? Dass sie auch noch mit reinpacken, ne? Steuerung A, Steuerung Copy. Und packen die ganzen Lizenzbestimmungen einfach mal hier rein. Ich kenne die jetzt nicht und ob die ihre Richtigkeit hat, habe ich jetzt an der Stelle nicht überprüft. Sollte man natürlich machen, aber es ist einfach nur zu Demonstrationszwecken, wie man vorgehen kann. Ich meine, wenn man es von eigenem Gebrauch nur macht, dann braucht man da gar nichts reinschreiben, dann ist es eh egal. Aber nur wenn man das veröffentlichen will, da sollte man sich dann schon mit den eigentlichen Owner dieses eigentlichen Programmes schon in Kontakt treten, ob man das darf. Das habe ich beim Map Composer auch gemacht. Ich habe den Owner angeschrieben, ob ich da daraus ein Debian-Paket machen kann und das veröffentlichen kann. Und der hat mir das okay gegeben und seitdem ist es auch auf meiner Homepage. So, Binbash, ja, brauche ich die Binbash? Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht so genau. Ja, hier bin, ich muss das doch über eine Bash machen. Ich muss den ja irgendwie einen Befehl geben, wie er das zu starten hat. Ich gucke mir mal mein anderes Debian-Paket an. Vom Trackguru. Wie habe ich das hier gemacht? Die Struktur müsste eigentlich gleich sein. Das kopiere ich mir mal eben. Ich versuche es erstmal über ein Bash-Skript zu machen. Okay, ich gehe davon aus, dass er jetzt in User Share alles hineinkopiert. So, und hier ist noch ein Fehler drin. Ich muss natürlich den Namen hier auch ändern. Umbenennen. Und den benennen wir auch um. So. In das Verzeichnis muss er wechseln. Genau. Was muss er dann machen? Dann muss er das App-Image starten. Wie startet man ein App-Image aus der Konsole? Eigentlich mit Punkt. Müssen wir erstmal testen. So, wenn ich jetzt sage, cd downloads, ls, cd Note. So, dann wären wir jetzt hier drin, ne? Dann wären wir in User, CD User, CD Share. Genau. Und dann müsste jetzt hier das App-Image drin sein, ne? Was mache ich denn jetzt? List. Ich bin schon mal basic. Okay, haben wir nicht drin. Ja, genau. Und dann Note. Genau, dann schreiben wir den hier auch groß. Machen wir es einheitlich falsch. So. Und jetzt nochmal CD Note. Genau, hier ist das App-Image drin. Ja, wie startet man ein App-Image? Einfach so eingeben. Das muss ich aber erstmal überlegen. Kopie. Ich meine mit Punkt Name. Punkt Slash Name. Ja, es geht nicht. Ich weiß, mein Fehler. Punkt Slash Name einfügen. Geht nicht. Warum nicht? Da gibt es noch einen Befehl. Mit einem Sandbox-Befehl nennen wir einfach mal so. Nightwish.
Da war das Problem. Hier, Info. Genau. Einer von den beiden Befehlen, den muss man, glaube ich, einmal auslösen. So, jetzt versuche ich es nochmal. Ja, jetzt funktioniert es, ne? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum man diesen kryptischen Befehl ausüben muss. Jetzt startet er. Weiß nicht, ob es ein Bug ist oder so, keine Ahnung. Also müssen wir den auch irgendwie einbauen. Okay, verstanden. Den kopiere ich mir erstmal. Der muss hier irgendwie mit rein. So. Schreiben wir mal hier drauf. Note Snook ausführbar machen. Weil viel mehr macht er ja nicht. So, und dann wäre hier das App-Image. So, den Namen kopiere ich mir wieder. Dann machen wir so, ne? Nein, das ist ja falsch. Das ist falsch. X. So. Ich wechsle in dieses Verzeichnis und führe dann mit diesem Befehl das App-Image aus. Genau. Ich würde sagen, ich kriege einfach mal jetzt ein Debian-Paket. Ich meine, das gefällt mir hier absolut nicht. Dass man ein Programm mit sudo erstmal starten muss. Das kann man natürlich nicht in die Welt rausschicken. So. Und dann gehe ich in das Verzeichnis Downloads. So. Genau. Und jetzt kann ich hier aus dem Ordner ein Debian-Paket machen, mitsamt seinen Inhalten. Das wäre jetzt praktisch diese Inhalte hier. So, wie ist der Befehl nochmal? Sudo? Muss man überhaupt sudo haben? Ich schaue nochmal nach. Diesen Befehl brauchen wir. dpkg-deb. Na komm, werden wir vernünftig hier. --bild. Und dann den Ordnername. Das war's. Einfach Enter drücken und dann sollte er eigentlich daraus ein Debian-Paket zaubern. Das wäre jetzt so meine Theorie. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Ja, es kann ruhig so ein, zwei Minütchen dauern. Und derzeit esse ich schon mal ein leckeres Bonbon. Fertig. Relativ schnell. Ich habe ein Debian-Paket gebaut. Juhu. Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Nützt ja nichts, wenn man erfolgreich ein Debian-Paket gebaut hat, wenn es unterm Strich nicht funktioniert. So, das wäre jetzt mein Debian-Paket. Und das möchte ich jetzt starten, installieren. Ich mache das auch am liebsten über die Konsole. Hier wäre mein Debian-Paket. Sudo apt-get dpkg-i und dann kommt schon Programmname. Ja, das ist eigentlich alles, um ein Debian-Paket zu erstellen. Man kann das natürlich auch über ein Software-Center oder ähnliche machen. Aber so sehe ich wenigstens ein paar Fehler. Archivdosis ist keine reguläre Datei. Okay, da haben wir schon ein Problem. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein Fehler. Genau, hier. Ah, das ist falsch, das ist falsch. Ja, das ist falsch. Die Execute-Datei, wie heißt die denn? Wie die jetzt ausführen soll, das vielleicht wissen. Genau, die Datei soll also als erstes ausführen. Genau, und zwar das Bash-Skript. Das machen wir das Ganze nochmal. Jetzt bilden wir wieder ein Paket. Muss man einen Befehl hin? Da. Ja, dann würde ich sagen, versuche ich das gleich jetzt nochmal zu installieren. Sudo dpki-notes, kein Lego-Datei. Ah, warte mal, fehlt da nicht noch was? Punkt depp fehlt, ne? Auch nicht. Fehler beim Bearbeiten des Archives. --- install. Passt nicht zum System. AMD64. Aber AMD64 ist doch mit x86 kompatibel. Oder mache ich da jetzt einen Denkfehler? Ich versuche das mal über Software Center. Öffne mit. Oder Anwendungszentrum, wie auch immer. Mal gucken, was er mir da anzeigt. Unsicher! Oh, der Tuxer macht unsichere Sachen. Gut, die Texte, die ich da eingegeben habe, die werden schon mal erkannt. Ein Texteditor. Okay. Ist egal, ich installiere trotzdem mal auf Installieren. Von außerhalb des App Centers, ja, das ist richtig.
kann das Risiko für Ihr System und Ihre persönlichen Daten erhöhen. Stellen Sie sicher, ja. Können Sie den Tuxer vertrauen? Nein, natürlich nicht. Alles ohne Garantie bei mir. Okay, da ist irgendwo noch ein Fehler drin. Ich würde sagen, ich gehe der Sache nochmal auf den Grund und melde mich wieder, so in 1, 2, 3, 4 Tagen. Für euch ist es natürlich nur ein Schnitt, wenn ich die Lösung gefunden habe. Bis dann. Schnitt. Simdalabim. Und es ist ein Tag später. Und für euch nur ein Schnitt. Nur so zur Info. In der Zwischenzeit war ich noch ein bisschen fleißig und dann habe ich ein paar Befehle gefunden. Spoiler, Spoiler. Ich zeige die mal eben. Architektur muss ich all eintragen. Und dann gibt es noch einen Befehl. Dann kann man mit No Sandbox ein App-Image starten. Ich gehe mal davon aus, dass ich das machen muss. Genau, und man kann ein App-Image auch extrahieren. Das wollte ich mir einfach mal anschauen, was das zu bedeuten hat. Ja, wie fange ich an? Ich denke mal, erstmal mache ich mit Architektur. Ich setze das auf All und nicht auf x86. Und zwar in Control. Genau, hier muss nicht x86 rein, sondern hier muss All rein. Genau, und ich packe noch ein minus minus No Sandwich. Hänge ich noch mit dran? Bin, genau. Das wäre jetzt hier die Bash RC, genau, diese Bash. So, den packen wir einfach mal mit dran. Passt. So, jetzt kann ich das Debian-Paket bauen. Ich gehe hier wieder hinein. Kann ich auch hier drüber machen. Im Terminal öffnen. So. Jetzt brauche ich für den berühmten Paketbaubefehl. Dieser wäre das. dpkg-dev Leerzeichen minus minus Bild Node Snook. Schicken wir ab. Gut, das hat funktioniert. Wir schauen uns das mal eben an. Simsalabim, es ist da. So, dann wollen wir es mal sofort installieren. Da gebe ich ein sudo dpkg Leerzeichen minus i und dann den Name des Paketes .deb. Fertig. Ja, ich mache das lieber über die Konsole, weil dann werden nämlich auch Texte ausgegeben. Und dann kann ich besser beurteilen, woran das liegen kann. Also da werden auch Fehlermeldungen und so weiter besser beschrieben. Ich kann jetzt hier erstmal keine Fehler finden. Doch, er sagt mir hier einen Fehler. Fehler beim Bearbeiten des Archives NoDeb. Okay, genau. Da ist das Problem, dass ich das Copyright zweimal drin habe. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und diese Datei gibt es nämlich schon. Diese Datei gibt es schon in dem Ordner User Share, genau. Dann machen wir das so. Ich schreibe einfach rein. Copyright minus Streets Writers, weil die Firma so heißt. So, jetzt baue ich das Paket nochmal. Und immer noch ein Fehler. Okay. Weil ich in dem gleichen Pfad die Bilder drin habe. Okay. Aber ich denke mal, dass ich das Paket nicht ganz so sauber kreiere, dass da mit Sicherheit ein dicker Schönheitsfehler drin ist. Ja, klar. Muss natürlich einen anderen Namen haben. Der Pfad ist ein Standardpfad und da kommen dementsprechend alle Icons rein. Und da müsste ich jetzt praktisch überall die rein tun. Komm, geht rein. Die Auflösung muss ich natürlich auch noch anpassen. So, jetzt müsste das Paket eigentlich sauber sein. Ich versuche nochmal das einzubauen. Das lösche ich. Installieren wir das Ganze. Ich habe keinen Fehler. Ich habe keinen Fehler. So, ich bin mal gespannt. Trotzdem kann das ja sein, dass es nicht funktioniert hat. Und hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Die Spannung steigt. Da ist es. Das falsche Icon, aber da ist es. Klicken wir mal drauf und... Okay, da ist noch ein Fehler drin. Ich weiß auch welcher. Und es funktioniert. Ist das nicht schön? So, jetzt muss ich natürlich noch das Ganze einmal deinstallieren. Ja, warum ist da jetzt das falsche Icon drin? Das ist das Icon von dem Map
Composer drin, kann ich euch eben zeigen. Da seht ihr Map Composer unten rechts, also das zweite von unten rechts. Genau, es hat das gleiche Icon bekommen. Das darf natürlich nicht sein, das muss ich mal eben ändern. So, das Paket können wir löschen, ist ja nicht ganz in Ordnung. Also müssen wir das Programm erstmal deinstallieren. Da, dpkg-r, also R für Remove. Genau, machen wir das mal so. Minus I, Install und R als Remove. Sie müssen mit Ihren eigenen Namen angeben, nicht mit... vielleicht ohne Depp. Ja. Testen wir mal eben, ob es weg ist. Simsalabim, es ist weg. Ja, es hat funktioniert. Eigentlich ganz einfach der Befehl, selbsterklärend. Aber wenn man die so gut wie nie benutzt, kann man das ja schon mal vergessen. So, den kopiere ich mir, weil ich bin ja vergesslich. Der Tuxa ist vergesslich. Hilfe, Hilfe. Den packen wir uns mal hier mit rein. Da habe ich bestimmt bis morgen wieder vergessen. So, speichern. So, was habe ich jetzt vorgehabt? Wie war die Fehlermeldung? Achso, das Icon war falsch. Ja, das werde ich, glaube ich, hinbekommen. Oder ich habe einfach einen verkehrten Namen eingegeben. Also hier ist schon mal alles okay. Ne, der kann weg. Hier war nämlich noch ein Fehler mit dem Sudo. Das kann weg. Ja, ich kann da auch noch ein Parameter hinterhängen, dass das Terminalfenster nicht aufgeht. Aber das sind Feinheiten. Und den Parameter habe ich natürlich auch schon wieder vergessen. Insofern lassen wir es erstmal so. Aber noch einen kleinen Schönheitsfehler weg. So, was steht denn hier? Da ist der Fehler. Da ist der Fehler. Hier steht immer noch Composer drin. Das ist natürlich falsch. So, jetzt haben wir es gleich. Wie heißt denn das? Ja, so heißt es, ne? Ich weiß gar nicht, muss man mit PNG angeben? Ich meine, das war ja vorhin auch nicht mit PNG, ne? So, ist einfach nur safen. Speichern. Yes, of course. So, die Bilderei geht weiter. Wir bilden weiter. So, wo ist denn der Befehl? DPK, das ist der richtige Befehl zum Bauen. Da brauche ich den Baubefehl und dann muss ich es installieren. Ja, und dann soll es eigentlich funktionieren. So wäre zumindest der Plan. Er baut und da ist er fertig. Und jetzt installieren wir das. Gucken wir uns das Gebaute mal an. Jawohl, das Rote ist das Gebaute. Und jetzt sudo install.dedep. Debian-Paket. Keine Fehlermeldung, ruckzuck. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt kommt ein großer Augenblick. Und ja. Genau, da geht noch ein Terminalfenster auf, das meinte ich vorhin. Das kann man auch noch mal wegbashen, dass es gar nicht aufgeht. Ja, es hat funktioniert. Also ich würde sagen, Operation erfolgreich. Ob das Paket jetzt ganz korrekt ist, weiß ich nicht. Aber es funktioniert. Man kann halt eben aus einem App-Image kann man ein Debian-Paket bauen. Dass es aber trotzdem immer noch ein App-Image ist, technisch gesehen, aber sich wie so verhält wie ein Debian-Paket und es dementsprechend dann eingebunden ist ins Ubuntu-System oder in welches System auch immer. Also das funktioniert und ja, was soll ich sagen? Also das könnte an der einen oder anderen Stelle könnte es noch interessant werden. Ich habe da so ein paar App-Image, die ich hier und wieder mal benutze und ich merke immer wieder, dass ich dann den Umweg über den Dateibrowser er bremst mich so ein bisschen aus, sag ich mal. Wenn das so schön mit drin ist, finde ich es einfach besser. So, ich schaue mir eben nochmal ein altes Video von mir an. Da bin ich jetzt auch mal auf den Grund gegangen, was es für lustige Terminal-Befehle gibt. Ich glaube, das ist schon 2 Jahre alt. Mal gucken, ob ich das finde. Simsalabim. Dateimanager? Nein. Bash. Genau, die Hex. Die Wahrscheinlichkeit einer Abmahnung ist für ein kleines Unternehmen groß. Mit dem Rechtstextgenerator von Jimdo und Trusted Shop.
Genau, so habe ich es genannt. Diese Bash-Hacks solltest du kennen. Schaut da mal rein, das ist echt ein gutes Video, finde ich zumindest. Da sind wirklich ein paar coole Tricks mit dabei. Und hier zeige ich, wie man aus dem Terminal heraus, also unter anderem, wie ich aus dem Terminal heraus ein Programm starte und das Terminalfenster schließt sich, aber die App als solche oder das Programm als solches bleibt offen. Genau, und diesen Befehl suche ich jetzt. So, jetzt endgültig, also wir halten fest, ja, es hat funktioniert, aber es ist nicht ganz schön geworden, das Paket. Was sagt der Tux dazu? Na, der ist auch nicht so begeistert, ne? Ja, ich muss mir da noch was einfallen lassen und wenn ich noch eine Lösung finde, werde ich die nachreichen. Aber jetzt soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!